Jetzt haben wir noch einen ganzen Strauß an Beschlussempfehlungen. Dafür muss ich ganz kurz zurückblättern zu meinem Ablaufplan. Ach, Sie sind ein Schatz, liebe Frau Hartmann. Gut, dass ich Sie habe. Ja, gut, dass ich Frau Hartmann habe. Hier geht es jetzt mit Tagesordnungspunkt 13 los. Ich denke, wir können vereinbaren, dass wir auf die entsprechende Berichterstattung verzichten. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 13, Beschlussempfehlung und Bericht. Das ist ein bisschen Ruhe, bitte. Drucksache 20/18/86 zu 20/69. Wer für Annahme ist, den bitte ich um das Handzeichen. AfD, FDP, CDU, Bündnis 90 die Grünen. Wer ist dagegen? Das ist die Linksfraktion. Wer enthält sich der Stimme? Ist die SPD damit angenommen. Tagesordnungspunkt 14, 20/18/87 zu 20/16/47. Wer ist für Annahme? Das ist die CDU, die Bündnis 90 die Grünen und die SPD und die Linksfraktion. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die AfD. Wer ist dagegen? Ist die FDP damit angenommen. Tagesordnungspunkt 15, 20/18/88 zu 20/17/11. Wer ist für Annahme? Das ist die Fraktion der CDU und von Bündnis 90 die Grünen. Wer ist dagegen? SPD, Linksfraktion, FDP und AfD. Damit angenommen. Hält sich jemand der Stimme? Ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 16. Das ist 20/18/89 zu 20/17/08. Wer ist für Annahme? Das ist die CDU und die Bündnis 90 die Grünen. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der FDP. Wer enthält sich der Stimme? Das ist der Rest des Hauses. Damit angenommen. Damit kommen wir zu Tagesordnungspunkt 17, Drucksache 20/18/90 zu 20/17/12. Wer ist für Annahme? CDU und Bündnis 90 die Grünen und die Linksfraktion. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist die SPD. Wer ist dagegen? Das ist die FDP und die AfD. Damit angenommen. Tagesordnungspunkt 18, 20/19/48 zu 20/10/94. Wer ist für Annahme? Das ist die CDU und Bündnis 90 die Grünen, die AfD und die FDP. Wer ist dagegen? Das ist die SPD. Und wer enthält sich der Stimme? Das ist die Linksfraktion. Damit angenommen. Tagesordnungspunkt 19. Geht das noch lange so weiter? Ja, oh je. Tagesordnungspunkt 19, Drucksache 20/19/49 zu 20/15/36. Wer ist für Annahme? CDU und Bündnis 90 die Grünen. Wer ist dagegen? FDP war auch dafür. Wunderbar, ihr wart auch dafür. Wer ist dagegen? Die SPD und die Linksfraktion. Wer enthält sich die Stimme? Die AfD damit angenommen. Tagesordnungspunkt 20/20/1950 zu 20/16/41. Wer ist für Annahme? Die CDU und Bündnis 90 die Grünen, die AfD und die FDP. Wer ist dagegen? Die Fraktion der SPD und die Fraktion der Linkspartei. Das ist damit angenommen. Tagesordnungspunkt 21, 20/1951 zu 20/17/02. Wer ist für Annahme? Es ist die CDU und Bündnis 90 die Grünen, die AfD. Wer ist dagegen? SPD, FDP und Linkspartei. Enthält sich jemand? Das ist nicht der Fall. Damit angenommen. Tagesordnungspunkt 22, 20/20/32 zu 20/13/96. Wer ist für Annahme? Die CDU, die Bündnis 90, die Grünen und die SPD und die Linksfraktion und die FDP. Wer ist dagegen? Die AfD. Enthält sich jemand der Stimme? Nein, damit angenommen. Tagesordnungspunkt 23, das ist 20/20/33 zu Günter Rudolph, bitte. Moment, ganz kurz, bitte. Ja, Herr Präsident, warum auch immer, wir bitten, die Ziffern A und B getrennt abzustimmen. Gut, das kriegen wir auch noch hin. Also, ja, ich hab's schon, ich glaube, ich hab's schon. Dankeschön. Also, meine unendliche und unerschütterliche Sympathie zu Günter Rudolph führt dazu, dass wir das natürlich auch gerne machen. Das ist jetzt Klein A und Klein B. Ne? Alles klar. Als nee, Groß A und Klein A? Also okay, gut, alles klar. Gut, gut, gut. Langsam, jetzt keine Unruhe einkehren lassen. Wir sind beim Tagesordnungspunkt 23. Und bei der Drucksache 20/20/33, wer für die Annahme der Ziffer also Groß A, Klein A ist, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist
die SPD, Bündnis 90 Die Grünen, die CDU, die AfD. Wer ist dagegen? Das ist die Linksfraktion. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist die FDP. So, jetzt lasse ich den gesamten. Jetzt lasse ich klein. So geht das los. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Also, wir schätzen das nicht, wir stimmen das ab. Damit kommen wir zu Groß A, Klein B. Wer für Annahme ist, den bitte ich um das Handzeichen. Ist die AfD, die CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Wer ist dagegen? Das ist die SPD, die Linksfraktion. Wer enthält sich der Stimme? Die FDP. Damit haben wir das so abgestimmt. Wunderbar. Okay, jetzt komme ich wieder zu Tagesordnungspunkt 24. 20-2034 zu 20-1581. Wer für Annahme ist, dann bitte ich um das Handzeichen. Das ist CDU und Bündnis 90 Die Grünen, die SPD und die Linksfraktion. Wer ist dagegen? Die AfD. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die FDP. Damit angenommen. Tagesordnungspunkt 25-20-2035 zu 20-1637. Wer für Annahme ist, dann bitte ich um das Handzeichen. Bündnis 90 Die Grünen, die CDU, die FDP, die AfD, die SPD. Wer ist dagegen? Die Linksfraktion. Wer enthält sich der Stimme? Ja, damit haben wir das so angenommen. Also, da wird man wirklich krank, Frau Wissler, wenn wir das den ganzen Tag machen müssten, was wir gerade hier machen, oder? Also, meine Güte. Tagesordnungspunkt 26, 20-2036 zu 20-1640. Wer ist für Annahme? Das ist die CDU und Bündnis 90 Die Grünen, die SPD, die Fraktion der Liberalen. Und was mit euch? Ihr seid alle dagegen. Der Rest dagegen. Der Rest ist dagegen. AfD ist, enthält sich oder seid ihr dagegen? Ihr seid dagegen, alles klar. Damit haben wir auch das angenommen. Also, ich setze mich hier nicht mehr hin am Mittwochabend. Das macht ab sofort ein Vizepräsident. Tagesordnungspunkt 27. 20-2037 zu 20-1642. Wer ist dafür? Die Bündnis 90 Die Grünen, CDU und wer ist dagegen? Das ist die SPD, Linksfraktion und die AfD. Wer enthält sich? Die FDP. Damit haben wir das so angenommen. Tagesordnungspunkt 28, 20-2038 zu 20-1710. Wer ist dafür? Das ist die CDU und Bündnis 90 Die Grünen und die Fraktion der Liberalen. Wer ist dagegen? Die SPD, die Linksfraktion und die AfD. Damit haben wir das so angenommen. Jetzt haben wir es fast. Tagesordnungspunkt 29, 20-2039 zu 20-1714. Wer ist dafür? CDU, Bündnis 90 Die Grünen, FDP, AfD, Linksfraktion. Wer ist dagegen? Die Fraktion der SPD. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit angenommen. Tagesordnungspunkt 32, 20-2101 zu 20-1417. Wer ist dafür? Bündnis 90 Die Grünen, CDU. Wer ist dagegen? Die AfD, die SPD, die Linksfraktion. Wer enthält sich der Stimme? Die FDP. Damit haben wir das so angenommen. Und jetzt, das muss man ein bisschen ausgedehnter machen, kommen wir zum letzten Tagesordnungspunkt in diesem Zusammenhang. Das ist die Tagesordnungspunkt 33, Drucksache Nummer 20-2102 zu 20-1697. Wer ist für Annahme? Die CDU, Bündnis 90, die Grünen. Wer ist dagegen? Das ist die AfD, die Fraktion der Liberalen. Wer enthält sich der Stimme? Die Fraktion der SPD und die Fraktion der Linkspartei. Damit ist das angenommen. Damit sind wir am Ende der Tagesordnung für heute. Ich bedanke mich sehr herzlich. Alles Gute für den Rest des Abends und bis morgen früh in alter Frische. 9 Uhr geht es hier weiter. Dankeschön.